wann immer ihr dieses Video seht, seid gegrüßt. Ja, wir haben heute hier von Edeka Bio Ingwer Orange Drink mit Ingwer Orange Geschmack. Aha, wer hätte es gedacht? Logischerweise kommt dieses Getränk von Edeka, steht ja auch groß drauf. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Nährwerttabelle und einmal die Zutatenliste. Ich hoffe, ihr könnt das beides lesen und das ist nicht wieder so unscharf wie bei dem einen Video, was zuvor kam. Ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich das Licht nicht an hatte. Ich hatte es vergessen. Vielleicht hat sich deswegen die Kamera nicht so schnell eingekriegt. Tja, wie viel haben wir hier? Wir haben hier eine 0,5 Liter Flasche. Es ist eine Einweg-Pfandflasche mit 25 Cent Pfandgeld drauf. Ja, wie gesagt, es kommt von Edeka, ist Bio und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich habe hier mal ein Glas. Wir machen das jetzt hier mal auf. Ja, riechen tut so ein bisschen nach Orange. Ich nehme mal nicht zu viel, weil normalerweise dieses Ingwer dürfte nicht so meine Geschmacksrichtung sein. Ja, es riecht ein bisschen Orange und ja, Ingwer, so ein bisschen. Also ist so ein komischer Geruch. Genauso komisch wie der Geschmack. Also großartig Geschmack mit Orange. Finde ich jetzt nicht. So einen komischen Nachgeschmack. Also wie gesagt, Ingwer ist nicht so meine Lieblingswurzel. Frucht kann man dazu Frucht sagen. Ist ja eher eine Wurzel. Wird auch mehr in der asiatischen Küche verbraucht. Wenn ich falsch liege, könnt ihr mich ja gerne berichtigen in den Kommentaren. Ja. Der Geschmack ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Und nicht so ganz meins. Also meins absolut nicht. Ich gebe dem Getränk hier 2 Punkte. Mehr leider nicht. Und ja, nochmal wieder kaufen würde ich es mir nicht. Und ja, wer den Geschmack vom Ingwer mag, der kann das gerne ausprobieren, aber wie gesagt, meins ist es so nicht. Es schmeckt ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist ganz schwer zu beschreiben. Es schmeckt mir einfach nicht. Gut, das war's auch, was ich hierzu sagen kann.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt es auch gerne teilen und verbreiten. Und ja, ich sage auf jeden Fall jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.